zurück in die gute alte Zeit mit Strafe. Das ist ein Ego-Shooter, er sieht so ein bisschen aus wie Quake, das erste heute vielleicht aussehen würde, also 3D-Grafik, aber sehr pixelig alles, sehr blockig und sehr, sehr, sehr schnell. Gerade wenn ihr jetzt gerade Doom gespielt habt, dann werdet ihr euch da sehr schnell zurechtfinden. Ich fand es auch unglaublich klasse, weil das extrem dieses alte Gameplay hat, dieses Oldschool-Gameplay. Man rennt durch die Räume, schießt Monster kaputt und alles ist irre schnell. Du sammelst Upgrades auf, schießt links, rechts und musst immer genau wissen, wo du bist, wo deine Umgebung ist. Es gibt dann auch spezielle Effekte, dass zum Beispiel auf dem Boden dann irgendwie Säure ist, da musst du ausweichen. Also es verlangt einem sehr, sehr viel ab. Das Ganze ist als Roguelike angelegt, das heißt, es gibt 4 Zonen mit jeweils 3 Levels und wenn man stirbt, wird man eben wieder an den Anfang zurückgeschickt, aber es gibt eben Abkürzungen, die man dann nach und nach freischaltet, das heißt, man muss dann nicht so ewig immer wieder gleich vom Neuen anfangen. Außerdem gibt es dann noch Upgrades, man sammelt Schrott, mit dem kann man dann seine Waffen upgraden und da also gibt es eine Menge Wiederspielwert, sag ich mal. Was ich jetzt gespielt habe, das war einfach guter alter Shooter-Spaß und natürlich extrem blutig. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass da auch selbst die BPJM oder die USK kein Problem mit haben wird, denn das Ganze ist ja im Pixel-Look angelegt und so macht es eher mehr Spaß, als dass man jetzt sagt, oh mein Gott, da kann man Leuten die Gliedmaßen abschießen und das spritzt Blut, sondern es ist einfach richtig cool.